zu Ende bearbeiten. Ich habe auch mal, ich war mal so frei und habe meinen OBS tatsächlich mal aktualisieren lassen. Alter. Das Breitenverhältnis wird aber auch immer schuntiger. Wenn es so weitergeht, ist es bald nur noch Seitenzeile hier. Kann ich ja noch ein halbes Video reindrücken. Und Joey muss auch ein bisschen... So. Nehme ich meinen guten Spielstand. Weil dann könnte mich heute Abend eventuell sogar noch sogar den Boss angehen. Das Spiel ist nur, glaube ich, ein bisschen zu laut. 10 Euro von Hilku-Fan. Machst du jetzt Outlast? nein. Nein. Hm? So, wir haben gesagt, das ist Team Dark. Also, es ist Team Dark. Oh Gott, ich erinnere mich an ein paar Stages, wo ich jetzt schon keinen Nerv drauf habe. Hm, ohne Scheiß. Das sind ein, zwei Stages, auf die ich null Nerv habe. PT Kai Kai spielen, ich habe keine PS4. Ja, da, 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 da! I am Heavy Weapons Guy, and this is Insektenplage! Must destroy! Wäre ich auch pissig. Vor allem, ich finde es geil, wie er die ganze Gegend zerschießt und nicht einmal trifft. Hm. Ich habe auch, Ja, heute nicht unbedingt, Isaac. Also heute habe ich mir gedacht, ich mache das hier mal wirklich zum Hauptprogramm, weil wirklich viele sich gesagt haben, so, ich möchte das mal wieder sehen, weil das ist das Projekt, mit dem sie mich kennengelernt haben. Deswegen kann ich das auch verstehen. Und ich habe da auch irgendwo Bock. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da auch mal wieder Bock drauf. Mal wieder ein richtig... ich fand auch Sonic Heroes war noch eins der guten. So, ich weiß, glaube ich, auch noch halbwegs, wie das Spiel ging. Von daher dürften wir eigentlich gut sein. Macht ihr eh nicht so. Ich weiß nicht, ich mochte das Spiel hier, mochte ich irgendwo sogar noch. Alles, was danach kam, ging dann so langsam den Bach runter. Aber Sonic Heroes mochte ich irgendwo. Ich meine, es gibt Schlimmeres. Fire, fire, fuck fire. Ja, Sonic Adventure 2 ist besser und ich finde auch das andere besser. Also hier, wie heißt es? Ja, Sonic Adventure 1 finde ich auch besser. Genau von Skatjon. Nun spielst du aber Outlast, wenn du schon auf Steam bist. Oh mein Gott. Ich weiß genau, dass er es getan hat. Und ich weiß genau, dass ich ihn im Grunde dafür ein bisschen hassen kann. Weil er solche Sachen unterstützt. Das Schlimme ist leider, ich kann es nicht mal versprechen, weil ich nicht weiß, ob das Ganze überhaupt vom technischen Aspekt her funktioniert. Leider. Hm?
Ja, fand es einfach frisch neu. Also ich weiß nicht, ich fand Sonic Boom irgendwo. Wie heißt das Wort? Unfertig. Nicht wert mein Geld. Weil ich mir im Grunde sag so, ich möchte eigentlich ein Spiel besitzen, was tatsächlich fertig ist. Und was ich von Sonic Boom gesehen habe, schien absolut nicht fertig. Atomraketen. Girl. Und Sonic Unleashed ist ja auch eher so eine Sache. Manche mögen's. Ich zum Beispiel fand's auch noch okay. Aber ja, da hört's dann auch schon wieder auf. Von daher, ich weiß irgendwie nicht. Also was Sonic angeht, kann man sich oft verschiedener Meinung sein. Leider. Ja, kann sie. Ach ja, die haben ja auch Schilder. Da war ja was. Und jetzt haben sie nicht mehr. Kill! Tötung! Sonic Heroes ist auch noch gut. Sonic Generations habe ich nie gespielt. Bin ich ganz ehrlich. Hab nie Sonic Generations gespielt. Ist an mir vorbeigezogen und hat sich selbst aufgegessen. Hä? Hä, was? Bin ich gerade doof? Das war doch eben noch nicht da. Eigenartig. Das war doch eben noch nicht da. Egal. Tudun. Bam. Nee. Stirb doch. Alter. Rückblickend betrachtet fand ich Sonic und the Black Knight auch ziemlich scheiße. Rückblickend betrachtet halt. Schlecht. Wieso hat Eggman eigentlich so viele Roboter entwickelt, die da am Ende tatsächlich ein Gewissen aufbauen? Das scheint mir ziemlich unproduktiv. Nur mal so. Cashewkern. Ey, Secret Drinks ist der Horror. Secret Drinks ist eine Abnormalität in Gameplay-Form. Ohne Scheiß, Sonic, die Steuerung von Sonic und die geheimen Ringe ist schlimmer als ein gerissenes Kondom. Sorry für den Vergleich, aber ich finde das Spiel grauenhaft. Vor allem in Team Dark geht das Ganze hier auch wesentlich länger. Wir werden jetzt in Sonic, wenn wir jetzt schon durch die zweite Stage im Grunde. Und in Team Rose hätten wir jetzt schon das Spiel durch. So in der Art. Das Spiel war Oberkacke. Ja, aber von Sonic und der Schwarze Ritter darfst du bei mir nicht so hoffen. Sorry, das hat mich im Nachhinein Atom abgefuckt. Ich glaube, ich habe gerade einen von den Leuten einfach mal in den Dings geschossen. Nice. Geil. Ja, der Soundtrack war nice. Aber ein Soundtrack macht kein ganzes Spiel, leider. Was ist das Problem bei der Lehrer?
This place is really beautiful. Beautiful. Das Schlimme ist, ich kann mich hier auch nicht wirklich auf den Chat noch mit drauf konzentrieren. Und Confi ist, glaube ich, auch noch. Ne, Confi ist auch noch nicht offen. Von daher. Wollen wir mal gerade ein bisschen gucken, wie ich das am schlausten mache. Ah, shit. Shit, fuck. Du willst ernsthaft über Sonic 06 reden? Du willst echt über Schund reden? Ich würde mir lieber Zähne ziehen lassen, als das Spiel nochmal anzufassen. Ich würde eher Outlast spielen. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Ja, Laser. Ja, stimmt, der Level 2 war ein Flammenwerfer. Omega ist cool. Fire, haha. Ach ja, das gibt's ja auch noch. Diesen schönen Suicide-Move. Hey! Warum hab ich da Schaden genommen? Level up! Ich bin noch bei Sonic Story in Sonic 06 irgendwann nicht weitergekommen. Und zwar nicht, weil ich es nicht geschafft habe, sondern weil ich nicht konnte. Andauernd, das war in Kingdoms Valley oder so, da sollst du von einem Seil springen, von einem Gegner abspringen, glaube ich, oder noch was, und davon Ring Dash machen. Das Problem ist, du machst jedes Mal so einen Belly Flop Richtung Abgrund und stirbst. Das hatte ich fast immer so. Und als ich darauf hatte ich dann einfach keinen Bock mehr. Und da habe ich das Spiel weggeworfen. Und ich habe es wirklich weggeworfen. Nicht mal GameStop wollte was dafür haben. Und ich habe es denen wirklich angeboten. Nehmt es mir bitte einfach ab. Und sie wollten es nicht. Fire! Super Rakete! Ich mach alles kaputt! Wie mir heute jeder einreden will, dass ich fucking Outlast machen soll. Ich finde sowieso irgendwie schockierend, was in den letzten Streams alles an Donations reinkommt. Nur mal so. Das finde ich allgemein krass in letzter Zeit. Ich weiß ja noch gar nicht, was ich mit der Kohle anfangen soll. Ich sage ja auch nichts dagegen, wenn jemand Sonic 06 gemocht haben kann. Aber ich verstehe halt nicht, wie man es mögen kann. Mach dein Ding. Schwing dein Ding. Burp. Mir hat man heute gesagt, ich habe eine ähnliche Stimme wie die LPM. And I was like, what? Was ich auch witzig finde, was Amiibos angeht. Ich höre andauernd Leute im Amiland heulen, so von wegen, wir haben keine Amiibos. Bei uns werden keine Amiibos nachgemacht. Nintendo, mach doch mal. Und ich sitze mir und denke so,
Ich kann in jeden Saturn gehen und ich werde mit den Dingern überschwemmt. Superstein. Das ist Superstein und sein bester Freund Steiny Rock. Will ich mir eine Jahreskarte für die Bahn kaufen? Sowas unterstütze ich nicht. Die Assis da vorne, die unterstütze ich nicht. Ernsthaft, das war ein C? Willst du mich verarschen? Das war super Porno. Du hattest keine Bugs, Alter? Dann consider yourself lucky. Meine Zähne bewegen sich. Nö, ich hole mir keinen neuen 3DS. Also in nur 3DS, das sehe ich ehrlich gesagt nicht ein. Wow! Das war dumm. Warte mal, war das hier so? Ja, der war so. Okay. Ach ja. Das Game habe ich auf meinem alten Kanal gezockt, ja. Ich hatte in Sonic 06 nur Bugs. Wo ich hingucken konnte. Bugs, Glitches, Sachen, die mir nicht gefallen haben. Ein Igel, der eine Frau küsst. All so ein Scheiß. Warum ich Smash U nicht gut finde? Weil ich es irgendwo eine ziemliche Beleidigung finde. Dafür, dass immer andauernd prallen, so, ja, die Wii U ist ja immer so gut. Die ist ja von der Qualität und von der Hardware so gut. Hauen aber im Grunde fast das genau selbe Spiel Monate später mit demselben Cast, mit demselben Balancing nochmal raus und wollen nochmal Geld dafür. Sorry, das ist etwas, was ich nicht einsehe. Hätte ich dafür Geld ausgegeben, wäre ich noch pissiger. Weil ich bin keiner, der auf Online steht. Bin ich ganz ehrlich. Ich komme aus einer Zeit, wo ich mir sage, so Online gib es nicht. Zu meiner Zeit, so scheiße das jetzt auch klingt, gab es halt kein wirklichen Online-Game. Und da musste man dann wirklich mit dem klarkommen, was die Singleplayer-Kampagne für dich zu bieten hatte. Und wenn besagte Kampagne nichts zu bieten hatte, dann gab es nichts. Und Fakt ist, ich finde, für Singleplayer finde ich das neue Smash strunzenlangweilig. Multiplayer schön und gut, aber das interessiert mich nicht. Ich bin kein Freund von Online-Multiplayer. Das ist der größte Punkt. Es hat für Singleplayer nichts zu bieten. Nichts, was mich wirklich daran hält, weiterzuspielen. Und das meine ich nicht böse, aber Fakt ist halt, das ist meine Sicht der Dinge. Brr. Das ist auch genau wie dieses andere, was ich da letztens gesehen habe, dieses Evolve oder wie das heißt. Eine Singleplayer-Kampagne, die Schund ist, aber Hauptsache ein Online-Multiplayer, den in ein paar Monaten keiner mehr spielt. Ne? Deswegen finde ich das ehrlich gesagt dreist, denn für dasselbe Spiel mit demselben Inhalt nur an gewissen Ecken verändert, nochmal 60 Eier zu verlangen. Wenn sie im Grunde mit der da vorhandenen Hardware genauso gut auch noch neue Charaktere hätten einfügen können oder sich diese gesamte Scheiße
von wegen, ja, wir brauchen wieder Klone einfügen. Ne, das hätten sie sich auch sparen können. Oder auch, was ich gelesen habe, dass man die Story halt gelassen hat, weil die Cutscenes innerhalb von ein paar Wochen überall im Internet zu finden war. Da war ich am liebsten derjenige gewesen, der zu Miyamoto gesagt hätte, komm, dann geh doch heulen. Willkommen im Internet. Sachen werden immer irgendwann im Internet gezeigt. Vor allem mit der Begründung, es soll ja für den Spieler sich als eine Belohnung anfühlen, diese Cutscenes zu sehen und sie nicht vorher zu sehen. Das ist Bullshit. Das ist absoluter Homburg-Bullshit. Eine Cutscene ist für mich keine Belohnung. Eine Cutscene ist etwas, was in dem Spiel vorhanden sein sollte, um mir möglichst etwas zu erzählen. Ergo, das, was sie da jetzt gemacht haben, ist im Grunde einfach Faulheit. Für mich persönlich. Mal ganz kurz. Solidarität. Ja, ich habe mehr zu tun, das mag sein. Aber mehr zu tun für Sachen, die mich nicht interessieren. Ich meine, diese Trophäen haben mich schon damals im Brawl irgendwo nicht interessiert. Weil sie existieren einfach. Und nun? Weil du kannst ja nichts mit diesen Trophäen wirklich machen. Wow. Ach, shit. Ratatata. Ja, eben. McChris hat da nämlich auch noch so einen ganz geilen Punkt. Dass die Einzelspieler-Modi im 3DS einfach besser waren, wie ich fand. Weil die Wii U-Version von dem. Die Wii U-Version von dieser Smash-Tour habe ich gespielt. Das ist, als ob du dir Level 1-Bots anguckst, wie sie sich mit Watte bewerfen. Das habe ich mir einmal angetan und dann nie wieder. Weil ich so gelangweilt war von diesem Modi. Ne? Und hab mir einfach gedacht so, nee, diesen Modi tust du dir nie wieder an. Der ist einfach nur langweilig. Wow. Good. Weil ich finde mittlerweile, die Spielindustrie vergisst, dass es immer noch Leute gibt, die nicht online spielen möchten. Und sowas wird mittlerweile einfach irgendwo ignoriert. Und das finde ich schade. Dass man einfach sagt, so ja, wir haben einen guten Online-Multiplayer. Schön. Viel Spaß damit. Also wie ich das gesehen habe, gibt es ja nicht mal ein richtiges Ranking-System. Sondern einfach nur, du kannst dich kloppen, wenn du gewinnst, bist du gut, wenn du nicht, dann bist du nicht so gut. So wie habe ich das gesehen, das ist kein wirkliches Ranking-System, was dich irgendwo belohnt dafür, dass du gut spielst. Ach shit.
Nee, also Fakt ist einfach, ich bin kein wirklicher Fan. Ich bin im Grunde gar kein Fan vom neuen Smash. Und es ist höchstwahrscheinlich auch ein Spiel, was jetzt bei mir im Regal vergammeln wird. Einfach weil mir sagst so, nee, für den Online-Multiplayer, das tust du dir eh nicht an. Weil die ganzen Leute sind sowieso mittlerweile so erfahren in dem Spiel, dass ich als Neuanfänger nur noch dominiert werde. Da, ich hätte ja gar keine Chance mehr. Ich gehe online und werde von den Leuten zerfickt. Ja, jetzt haben wir den Singleplayer über den Haufen geworfen. Weißt du, erst heulen sie alle rum so, das Ausrutschen geht, warum? Und jetzt auf einmal, ja, kein Ausrutschen mehr, ja, was, warum auch immer. Das war auch immer so schlimm, wenn man den Pfannprügler nämlich mal competitive spielen wollte. Weil das ist das, was, womit ich Smash kennengelernt habe, ein Pfannprügler. Wenn ich ein Competitive-Fighting-Game spielen will, dann fange ich an, fucking Street Fighter zu spielen. Oder sowas in der Art. Nee, Diablo 3 habe ich nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich habe auch nicht die Zeit noch für ein MMO. Shit. Ja, aber allein die Stage hier wird jetzt schon ein bisschen ätzend. Shit. Ich wurde gerade einfach hier hochgeglitscht. Sehr schön. Das mit dem Dominieren. Fakt ist einfach auch, ich bin einer, der ungern verliert. Und wenn ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt mit Smash anfange, dann werde ich zerfickt. Und dann werde ich das Spiel sowieso in die Ecke schmeißen, weil ich irgendwann frustriert bin vom Verlieren. Ich verliere einfach nicht gerne. Bin ich ganz ehrlich. Ich versuche zwar, möglichst ein guter Verlierer zu sein, also nicht dann die ganze Zeit rumzuflamen. Das versuche ich wirklich. Aber ich verliere nicht gerne. Bin ich ganz ehrlich. Das hinterlässt bei mir immer so ein Geschmack des Versagens. Und diesen Geschmack hasse ich. Weil es ist natürlich klar, es wird immer jemanden geben, der besser ist als ich. Das ist ganz logisch. Wow! Aber ich hasse es zu verlieren. Vor allem, wenn ich denn genau weiß, ich möchte eigentlich erst mit Leuten gematcht werden, wo ich weiß, ich habe eine faire Chance. Aber wenn ich denn irgendwie, wenn ich denn irgendwie sowas bekomme wie Leute, die schon 10 Milliarden Matches gemacht haben und mich einfach in einer Runde komplett auseinandernehmen, dann habe ich irgendwann keine Motivation dafür. Ach, fuck you. Achso, okay. Du elender Hacker, ja genau sowas. Von daher, das neue Smash. Ich bin Riku dankbar, dass er es mir gegeben hat. Aber, also ich bin ihm im Grunde überdankbar, dass ich dafür selber kein Geld ausgeben musste. Weil ich hätte mich dann in Grund und Boden geärgert. Ich habe mir das 3D ja selber gekauft. Ich bin ganz ehrlich, das 3D, das gefiel mir wenigstens noch, weil mir der Singleplayer dieses hier... Ja, diese Wii-Tour, was das da war. Das hat mir, ehrlich gesagt, sogar irgendwo Spaß gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, weil ich genau weiß, was Kirby Air Ride ist. Weil das Spiel keine Sau kennt. Und ich daher, ja, so dieses Spielprinzip halt kenne, von wegen sammle Items ein, um, möglichst gut im Endgame zu sein.
Und ich habe damals Kirby Air Ride gemocht, von daher wird es das wohl auch sein. Ich wurde gerade einfach aus der Luft geballert. Nö, ich gehe einfach. Oder auch nicht. Dann gehe ich halt einfach. Oder auch nicht. Ich bin gerade zu dumm. Okay. Get it. Fuck it. Sag mal. Ich bin gerade zu dumm zum Scheißen. So. Kamera. Ja. Fick dich. Alles klar, Nana. Bis später. Der letzte Zock mal Outlast, komm, ist schon lange her. Du mich auch, Fee. Du mich auch. Ja, wo ist die Zeit nur hin, wo YouTuber nicht ins Fernsehen kamen? Fireballs, ja, aua! Ich beschwere mich nicht. Also seit gestern bin ich im Grunde super happy, weil wir wieder 10.000 sind. Und mich das ehrlich gesagt übertrieben freut. Ich bin auch ganz ehrlich, wenn wir jetzt nochmal kurz zum Thema Smash U zurückkommen können. Ich habe ja nicht die Möglichkeit, mit dem Controller zu spielen. Rein theoretisch hätte ich auch mal schlau sein können. Und sagen können, so, ich spiele jetzt das hier mit dem Smash U Controller. Weil ich hab ja einen. Rico Fan hat mir ja einen gegeben. Und das finde ich auch super toll. Weil das Ding sieht geil aus. Ich stehe sowieso auf schwarzes Design. Und gerade da, ich finde, der sieht super aus. Nur ich habe diesen Adapter halt nicht. Und der wird ja momentan für... Da muss der Millionär sein, um dir so einen leisten zu können. Was? Zug zu? Ach, wie cool. Es geht. Das freut mich ja, dass du einschalten kannst. Boing. 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 Ja, grüß an den Zug zu, auf jeden Fall. Wuppa! Nee, Fakt ist, bei mir läuft es momentan super. Wir haben gestern haben wir die 10.000 geschafft. Habe ich eine Aufnahme mit jemandem gemacht, wo ich im Grunde schlicht und ergreifend mal wieder einfach fröhlich sein konnte. So merkwürdig das auch klingt. Aber ich konnte einfach mal wieder während einer eigenen Aufnahme lachen. Das ist eine Menge. Also lachen im Sinne von, wir hatten einfach Spaß. Geh weg! Arsch, geh weg! Ach ja, stimmt ja, wenn alle tot sind irgendwie, dann kann man ja Ringe werfen. Super. Ja, bei mir läuft's wieder mittlerweile, also jetzt momentan läuft's super. Könnt auch am Urlaub liegen. Ich muss bei dir unbedingt... Das Schlimme ist, ich will unbedingt hier Dings gucken. Spyro, Year of a Dragonfly. Problem ist, ich kam noch nicht dazu. Aber ich habe diese ganzen Sachen in meiner Watchliste, weil ich will die gucken. Das ist auch so ein Spiel, was ich damals gespielt hatte. Und ich damals zu dumm war, den Final Boss zu schaffen. Aha, nimm das, Schildkröte. This is the ultimate power. Ich habe nur diese Woche Urlaub. Also, nicht lange, aber... Ja. Also, ich habe nur diese Woche. Und ich bin ab Donnerstag auch weg. Da bin ich nicht da. Hä? Was war das denn jetzt schon wieder, Spiel?
Hä? Habt ihr es gesehen? Die Lava hat mich einfach... Ich hab einfach gerade gebrannt. Ich müsste tot sein. Nur mal so, ich müsste jetzt eigentlich tot sein. So, ich glaube, ab hier kann man jetzt nicht mehr sterben. Nee. Okay. Ich müsste tot sein! Mewtwo kriegst du, indem du 10.000 Matches online spielst, immer gewinnst und einen Winstreak von 5.000 hast. Just average. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie scheiß Mewtwo sogar schon auf der Disc haben. Ich weiß nicht, das ist ja so ein Running Gag heutzutage. Man, who are those creeps over there? What's up, SBO? And you are... Fakt ist, ich würde Mewtwo sogar kriegen. Who's this fraud? Our client's adversary, perhaps. You mean the bad guy? You mean the bad guy? Charmy war das, oder? Die Biene? Charmy? Wo ist eine Fliegenklatsche, wenn ich sie brauche? Oder Insektenspray? Ich hasse Charmy! Es ist wie der Bär aus dieser scheiß Toilettenpapier-Werbung. Übrigens, warum sagt ihr mir denn nichts? Warum sagt ihr mir denn nichts, dass ich die ganze Zeit schon übertrieben übersteuere? Ich wundere mich jetzt nämlich gerade mal, warum meine Mikrostärke so derbe ausbauert. Fakt ist, ich habe vergessen, wieder zurückzustellen. So. Jetzt sollte ich auch nicht mehr so derbe übersteuern. Tut mir leid, dass ihr euch das jetzt so lange anhören musstet. Das wollte ich nämlich nicht, dass das passiert. Aber, ja. Fakt ist... Er rastet aus. Steh auf. Steh auf. Alter. Warum stirbt der nicht? Willst du mich eigentlich ver... Was geht mit ihm? Ich krieg ein Horn, diese... Ist das dein Ernst? Alright, then let's do it. Step back. Uff. Geht doch, danke schön. Get wrecked, bitch. You should thank me for letting you live. Du solltest mir dankbar sein, dass ich dich am Leben lasse. Richtig. Hau ihn deinen Schwanz ins Gesicht. Konfi ist auf. Ich geh mal in die Konfi. Yo, 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 ihr Bitches. Darf ich rein mit Stream?
Nein. Ja, klar. Tu, okay. Was du nicht lassen kannst. Okay, Hohl sagt nein, also heißt das ja. Sehr schön. Wie gesagt, du kannst nicht lassen. Versteht kannst. Mich doch. So viel zum Thema, wir verstehen uns nicht. Ich verstehe, wenn du nein sagst, meinst du ja. Ja, und jedes Mal, wenn du den Mund aufmachst, verstehe ich nach U-U-A-A. Ja, sag mal. Kannst mir bei U-A-A. Hallo, liebe Leute. Au. Geht weg. Extremes krank sein. Du bist schon wieder krank? Aus dem Grund sagt, ja, geht weg. Sie steckt euch alle an. Wie hast du es geschafft, schon wieder krank zu sein? Freut mich nicht. Keks naja. Kann das. Sehen wir es, sie ist positiv. Dafür bist du, wenn, wenn ich am Wochenende da bin, bist du wenigstens gesund. Ja, oder halbwegs. Es reicht, wenn ich halbwegs gesund bin. Also, es ist ja nur die Nase, die sich zugesetzt bei mir. Und halt Halsschmerzen, aber sonst geht's. Benutzt Shotgun. Use more gun. Wenn man mal davon ab. Use more gun. And again. Ich hab gerade meinen Pro-Air-Tail getrunken. Shadow, was hast du heute eigentlich gemacht? Wieso? Weil du irgendwie 89 Leute da hast. Was? Ich dachte auch gerade so schon, ach Mensch, wir spielen Sonic Heroes, wahrscheinlich wie so eine nette Runde wie gestern. Geht so, so um die 50 Leute. Okay. 80 Peoples, ja, ist richtig. Was ist denn los heute? Samstag ist immer Party und es ist Sonntag und dann sind doppelt so viele. Donations habe ich auch schon wieder welche bekommen. Oh, waren Leute wieder süchtig? Ja, Mathbite, Riku und Skarchion. Mensch, Peoples. Ich habe da jetzt mal so eine Theorie. Seit diesem Sonic Boom Hype sind sie alle ganz auf Notstand, was gutes Sonic-Spiele angeht. Das wird der Anlauf. Weil ich finde Sonic Heroes noch gut. Ja, danach kam der große Absturz. So langsam, ja. Ah! Running around at the speed of Diagonal. Toll! Techno. Oh, Casino-Dings. Die Stage wird ewig dauern. Hm? Ewig. Scheiße. Die warten alle drauf, dass Outlast kommt. Wieso Outlast? Yep. Das ist heute ein Running Gag. Alle wollen, dass ich Outlast spiele. Nur weil Nana das gesagt hat. Das stand auch gerade von Skarchion. Moment, kann jemand Hohl mal mitteilen, er soll Shadow zum Outlast spielen bringen? Shadow, du bist ein kleines weinerliches Mädchen. Du klappst in dem Intro schon zusammen. Lutsch dir die Eier. Wartet 5 Minuten, sein Ego besorgt den Rest. Habe ich gern für euch getan, Kundenservice und so. Hohl, das funktioniert nicht und du weißt das. Es kommen Affen drin vor, die du erschlagen kannst. Das stimmt nicht. Das kommt drauf an, Ork Hunter. Also je nachdem, wie Nana und ich morgen Zeit finden, nehmen wir wahrscheinlich morgen Kingdom Hearts fertig auf. Kingdom Farts! Das kommt aber ganz drauf an. Also entweder ist, werden wir morgen fertig oder wir schaffen morgen nicht das Aufnehmen, wir machen es am Dienstag. Aber auf jeden Fall die Tage wird dann wahrscheinlich das Spiel fertig aufgenommen. Weil wir sind, kommt ja eigentlich nur noch das Ende der Welt und dann ist Schluss. Das Ende der Welt. Das Ende der Welt. Jetzt weiter nichts. Die Welt heißt so. Ich weiß, dass die Welt so heißt, aber das kommt ja nur noch das Ende der Welt. Das klingt jetzt so einfach so belanglos. Morgen geht die Welt unter. Oh ja. Oh ja. Ich muss noch Milch kaufen. Ich muss rauchen. Aber die Welt ist schon lange untergegangen. Seit Freitag. Schon wieder? Was ist los? Hat sich konkrassiert? Nö, Kefka hat die Welt zerstört, der Arsch. Outlast ist das Kraftwerk oder ich schau nicht mehr zu. Ey, den fand ich geil. Das Volk hat gesprochen. Und sei ein artiges, kleines, ängstliches Mädchen und spiel nach Outlast. Outlast war doch eins auch von diesen Horrorspielen, wo du dich nicht wehren kannst, ne?
oder? Also ich kann mich nicht vorspielen. Ich fand's funny. Warte mal, was schreiben die denn da so schönes? Ich möchte, dass du Five Nights at Freddy spielst, Shadow. Mal sehen. Outlasten Sonic. Was? Spiel Outlasten Sonic Heroes gleichzeitig? Ist auch geil. So. Out Sonic? Out Sonic? Ach, aber mein Freund. Sonla. Wir alle möchten einiges. Ich möchte einen besseren Job. Eine verständliche Freundin. Eigentlich nur Boobies, aber okay, ist auch egal. Ich nehme beides. Was, ach, und du willst Outlast. Sie? Kostenlose Unterhaltung. Und er feiert wieder. Ring Dash. Ich möchte The Talking Death weiterschauen. The Talking Death? Outlast Heroes Cover. Das Schlimme ist, ich muss, meine Festplatte ist voll. Ich muss rendern. Running around at the speed of diagonal. Ihr kauft mir sowieso nicht ab, was ich heute alles gemacht habe. Versuch's. Okay, nein. Ich möchte es nicht im Stream spoilern. Okay. Das ist das halt. Das spreche ich aber auch nicht an! Ja, aber es wurde ja angesprochen! Hey, dann halt die Schnauze! Dann halt die Schnauze, ganz, ganz knapp. Ich hab grad verstanden, dann... Ganz solidarisch, als Fressbrett. Ich hab grad einfach verstanden, dann fick die Schnauze. Au! Mann, das ist so süß. Jetzt bräuchte ich nur noch eine Tippse. Fee weiß, was ich meine. Eine Tipp. Wir warten noch auf diverse, knisternde, erotische Romane. Mit mir und einer Tipse. Also mit Make. LOL. Seit wann ist Make eine Tipse? Naja. Gesagt. Ich könnte mir selber so einen Rock vorstellen und dann mit so einem typisch, einfach mit so einem Hemd. So wie im Büro und dann... Vorteil ist ja wirklich, er muss nur in den Schrank greifen. Er hat die Outfits. Das Couple gab's aber auch noch nicht, Shadow X Make. Nee, noch nicht. Nee, noch nicht. Weißt du, es gab alles mögliche. Es gab Shadow X Hole, Shadow X Andy. Ich glaube Shadow X. Es gab Shadow X Andy? Ja, das gab's. Es wurde zwar nie gezeichnet, aber es wurde schon des Öfteren mal erwähnt. Das ist nicht das gewünscht wurde, aber Shadow X Make hatten wir noch nicht. Also was jetzt so die. Was irgendwie merkwürdig ist. Denn Shadow X Stumpy gab es auch noch. Es gab. Warte, lass mich kurz überlegen. Ja, okay, erzähl mir mehr von diesen Pairings von denen ich nichts weiß. Ja, ich lese ja ständig immer den Chat, ne? Und besser gesagt, alles klar, tschüss, und viel Spaß. Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis und ich merke sowas. Und das kam des Öfteren mal in Streams vor. Könnt ihr nicht einfach mal Shadow X Boobies zeichnen? Nur einmal. Das gibt's. Ruft mal einer Manu an, wir brauchen Shadow mit Titten. Lol. Ja, Regel 34 des Internets. Wenn es existiert, gibt es Porn davon. Oh, ich mag Bingo Highway. Bingo, tschalala. Ich mag Bingo Highway mehr als die Stage davor auf jeden Fall. Bam. Oh ja, das ist so viel. Fee fragt erstmal, soll ich Shadow mit Brüsten zeichnen? Immer gern. Da kann ich auch mal wissen, wie das in etwa ist. Und Lacridra darunter, also Shady mit Boobies? Challenge accepted. Challenge accepted. Also bei sowas ploppen gleich alle auf, ne? Ich empfehle bei Zeichen Lieder wie Bitch got a penis. Dann kommt dann die passende Grundstimmung. Peinliches Schweigen. Und im Stream werden die Werke eingeblendet. Ja. Wenn sie noch heute. Wenn sie noch heute der Jugendschutz.
Ja, dann wird's ein bisschen problematisch. Ich guck's mir ja sowieso erst selber an und beurteile dann. Du bitte voll in Zellophan einpacken, die Hupen. Rein theoretisch, nur weil das ein Bild mit Shadow mit Titten ist, heißt das ja noch lange nicht, dass er drauf nackt ist. Sagt einfach, es wäre Conchita-Wurst, das passt schon. LOL. That's racist. And I rise like a phoenix. Nein, das ist diskriminierend. Das wäre schon ein bisschen lustig, ne? Und man sagt immer mir, ich hätte nicht mehr alle Tassen im Schrank. Du hattest noch nie einen Schrank, geschweige denn Tassen. Ich hab Tassen! Nicht mehr alle Hecke. Auf dem Pappbecher. Das stimmt gar nicht! Tasse! Wer weiß es, schmeiß einer an die Wand. Alter, ich sehe aus wie Hannibal Lecter gerade. Good evening. And this is war. Hannibal Lecker? Hannibal Lecker? Lauerlich der Lecker, ne? Lol. Hannibal schlachtet erstmal dich ab. Blacky, dass ich bei Tube Clash vorkomme, das halte ich für mega unwahrscheinlich. Ja gut, einer muss ja das Pavian-Gehege auskehren. Oh. Hat er nicht gesagt! Hat er nicht gesagt! Ein 1 hoch, yes! Das bleibt jetzt in meinem Kopf, scheiße. Ein 1 hoch? Ein 1 hoch, das ist eine Sache aus den Aufnahmen heute. Ein abgefuckter Running Gag. Okay. So schön. Das habe ich getweetet gehabt. Zusammen mit einem Bild. Oh, Kanter, ich verstehe den Satz nicht. Warum, wie Dauergrinsen oder Fleisch auf dem Teller? Hä? Was hat das eine? Fleisch auf dem Teller wäre Nana. Ja, Nana will immer Fleisch auf dem Teller. Oder ich. Oder Shadow. Ich bin. Aber ist beides kombiniert, Shadow als Fleisch auf dem Teller. Fakt ist, ich habe Ape Escape noch nie gespielt, aber es hat mich mal interessiert gehabt. Problem ist, so wie ich das gesehen habe, werden die Kopien davon, also hier die die Version von dem Spiel, ziemlich teuer gehandelt. Und deswegen, ja, so in etwa. Bonko! 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 Ach so, deswegen. Nein, nicht ich sehe aus wie Hannibal Lecter, sondern Isaac hier im Isaac, wenn ich am Zocken bin. Weil er gerade so fies grinst und blutverschmiert ist, deswegen. Er hatte gerade Mittagessen. Es gab schon wieder Hackbraten in der Psychiatrie. Hackbraten. Hackbraten? Hackbraten. Er hatte also ein bisschen Mitlauf. Oh. And I would play anything but this, but I won't play. Fuck! I won't do this. Also Marvin. Ah shit! Ah shit! Shit! Domino Day, dum dum. Gibt's ja auch nicht mehr mittlerweile, ne? Ne. Domino, der gibt's nicht mehr. Schade eigentlich. Das habe ich immer so gerne geguckt. Ja, es war cool. War irgendwo witzig. Ich hab mir gerade mal den Trailer für das neue Rollercoaster Tycoon 3 angeguckt. Den Gameplay-Trailer. Das neue Rollercoaster 3. Diesmal mit noch mehr MOBA. Den Fehler im Satzbau. Also ein Remake. Es sieht einfach nur scheiße aus. Es sieht einfach scheiße aus. Also Resi 6. Noch schlechter. Das kannst du holen, ich weiß machen. Noch ist nicht raus, wie Resi 7 wird, von dem her. Es ist Resi 7 geplant. Lidran. Natürlich ist Resi 7 geplant. Nur mal so, ich hab jetzt nur eine Emulator-Version von Conker. Und nichts anderes. Weil die normalen Versionen, die kannst du einfach nicht bezahlen. Das ist eine Cartridge, die kostet irgendwie über 100 Euro.
für ein N4. Ein besoffenes Koks und das Eichhörnchen kostet. Naja, Fakt ist halt, das Spiel kam. Kam es in Deutschland raus? Ich glaube, nein. Schon. Schon? Nur nicht lange. Ach, dann wurde es rausgenommen. Ja, doch. Und dann hat es halt so einen gewissen Sammlerfaktor halt bekommen. Mhm. Soweit ich weiß. Und deswegen ist das halt ein bisschen schwer zu bekommen. Es sei denn, man hat das Geld dafür. Und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen zu geizig, irgendwie 100 Euro für eine... Fickfuck! Für eine Fickfuck. Ja, das auch. Das würde ich auch nicht machen. Ich weiß zwar, wo ich das kriege hier in Hamburg, aber trotzdem. Würde ich nicht tun. Wenn ihr Shadow beibringen wollt, dass es TikTok heißt, dann spendet ihm jetzt 5 Cent. Wohl. Du weißt, mein Minimum ist 50 Cent. Du weißt, es ist mir generell egal, was du möchtest. Du weißt, dass du mich mal am Arsch kannst. Das kann ich immer. Ja, eben. Und hast du es noch nie geschissen gekriegt. Entschuldigung. Dieses Item verfolgt mich. Das hat Sonic Heroes so an sich. Jedes Mal, wenn du irgendwo an den Punkt bist, gibst du diesen einen Punkt, wo einfach Scheiße passiert. Und dann immer wieder. And again. And again. And again. Hä? Again. Was ist... Hey! Oh. Betrügung! Belügung? Hey, man ist doch in dieser Form unverwundbar. Was hat mich da getroffen? Dein Ego. Pretty Fly! Ich wollte sagen, Pretty Fly. Du kannst mir keine 5 Cent spenden, das Minimum ist 50 Cent. Dann eben 50 Cent. Running around 17 feet of fire. Hab den ganz dolle Lee. Oh nö, ich will diesen scheiß Boss nicht haben. Der ist nämlich kacke. Ich hasse Gertie Junior. Und ich komme so spannend vom Vokabel nicht in meinen Kopf rein. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. All the girls say I'm pretty fly for a white guy. Aber... Nee, das meine ich. Warum? Nee, weil ich habe 4 Herzen, aber hier gibt es 2 Herzen Mom's Knife, aber das mache ich nicht. Ich bin nicht bescheuert. Aber... Messer sind schön. Nee, sonst fange ich wieder an, alle zu pieksen. Und wehe, was soll ich davon abhalten? Meine Herzen. Das Känguru! Ich bin gerade durch diesen komischen Bumper geglitscht, what the fuck. Bumper-Car. Bum, bum. Well, bum, now I've seen bum, everything. Bumper-Car. Ich hätte mal wieder Bock, Autoscooter zu fahren. Nee, aber nochmal, um auf die Sache von vorhin zurückzukommen. Ich glaube auf keinen Fall, dass ich beim nächsten Tube Clash dabei sein werde. Warum? Zumindest als Gast oder so? Das wäre doch voll lustig. Selbst die Gäste hatten irgendwas mit einer halben Million Abos plus. Geh darüber. Okay. Drauf an, hier inwiefern man Werbung für diejenigen macht. Wie? Es heißt, ich soll mit Dark Victory ins Bett, um bei Tube Cash reinzukommen, oder was? Zum Beispiel. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ich bin einfach der Meinung, dass wenn man auf, die von Tube Cash jemanden sehen würden, der interessant ist, und man ihn eigentlich, und sie eigentlich nur auf einen aufmerksam machen müssen, dann ist es durchaus möglich. Schreib ihnen einfach einen epischen Lock und du willst Adi tot sehen, weil er immer noch deine Mitsalzgeißel hält. Ende. Genau. Ich bin sowas wie Ultra Akuma. Ich bin einfach da, weil ich explodieren kann. Ich bin einfach. Explodieren helfe ich gerne. Ich bin einfach da. Ich bin einfach da.
Das ist meine Existenzberechtigung beim nächsten Tube Clash. Das Problem ist, ihn wieder wegzukriegen. Ja, so in etwa. Das ist wie so ein Fettfleck. Ich geb dir gleich Fettfleck. Dein Gesicht ist ein Fettfleck. Sagte der Fettfleck. Okay. Nicht fallen. Danke, Shadow. Den Hinweis habe ich gebraucht. Der wird mir das Leben... Fick dich doch. The fuck? Hashtag Flatfack. Fettfleck. Natürlich, die anderen beiden sind natürlich schon tot, das ist schön. Während die Steuerung hier weiter rumbackt, versuche ich jetzt hier mal zu überleben. Okay. I will survive, I will hoffe. Ich möchte Reis. Bonko! Ich möchte Reis. Oh, Reis wäre jetzt echt cool. Oh ja. Fährt heute Pizza. Ich Tortellinis. Eigentlich hätte ich heute meinen Nudelauflauf von gestern weitergegessen. Aber, mein Gast hatte den Vorschlag gemacht, dass wir uns eine Pizza bestellen könnten. Und ich so, yes, why not? Mein Nudelauflauf kann ich auch morgen noch essen. Ja, passt doch. Mm. Ist echt so, den kann ich auch echt morgen noch essen. Der ist morgen, schmeckt da sogar noch besser, weil, ja, er lässt ziehen. Hashtag ist so. Ist so. Oh Gott, endlich die Stage ist hinter mir. Leute, hätten die sich wirklich töten wollen, hätten sie schon längst die Gelegenheit gehabt. Oh ja. Ich hatte die Flasche schon in der Hand. Ich muss euch immer eine Frage stellen. Wo findet man einen anderen Quotendeppen, wenn man den einen entsorgt hat? Eben. Gute Idioten findet man selten. Ich habe immer noch das Gefühl, dass sie sich trotzdem irgendwie zumindest das erste Mal, als sie sich gesehen haben, ins Gesicht geschlagen haben. Weil, ihr müsst euch das so vorstellen, Shadow hat wohl davon... Als wir uns das erste Mal gesehen haben, hat er mich angeschnauzt, warum wir nicht zu McDonald's gekommen sind. Ja, guck mal, schon geht's los. Aber vorher habe ich ihn erstmal so schön zu mir latschen lassen. Braver Fifi. Ja, ich habe dich gesehen. Du hast nicht mal einen Ansatz gemacht, irgendwas zu zeigen, du Pavian. Haben wir schon gebracht, der kleine Akzentchen schon. Ich hätte wieder weggehen sollen. Weißt du, ich hab ihn gesehen und hab mir gedacht so, du kannst ja wieder umdrehen. Noch hab ich's den Leuten nicht gesagt. Ich stand da und hab mir nur gedacht, tu so, als ob du ihn nicht kennst. Ich geh da weg. Ich hätte einfach wieder gehen sollen. Ich hätte mir einen Döner geholt und hätte mit den anderen die Zeit meines Lebens gehabt. Aber nein. Das seht ihr es mal. Er will mich eben doch um sich herum haben. Da wollte ich Vivi was Gutes tun. Was hatte ich davon? Neues Hemd. Hey, ich hatte mich gefreut. Und die anderen auch. Also mich hat sich gefreut und... Mich hat sich nur gefreut, dass er ihn auch nicht umbringen durfte. Hä, Michi hat sich voll gefreut, dass er da war. Die waren doch die ganze Zeit da am Rumalbern. You saw the geometry. Ich schweige jetzt mal, was das angeht. Hä, wieso? Was habe ich jetzt gesagt? Du hast nichts gesagt. Das ist halt nur, ich kann nicht mitreden. Das ändern wir. Dieses hier machen wir noch ein Treffen. Und da kommt du. So. Feuer. Feuer. Ja. Dafür müsste ich jetzt erstmal endlich irgendwie Ferien oder Urlaub oder sowas kriegen. Ansonsten geht's erst im Sommer. Denn eben erst im Sommer, aber auf jeden Fall schaffen wir das dieses Jahr noch irgendwie, dass wir uns auch alle treffen.
Habe ich jetzt so entschlossen. Bis dahin habe ich von meinen ganzen Spenden bestimmt schon eine Villa zusammen. Ja, die Idee hatte ich letztens auch. Einfach mal im Internet zu googeln, ob irgendwo in Deutschland irgendwie so eine Villa oder so ein hier Herrenhaus frei ist oder so. Herrenhaus. Villa-Kunderbund. Ja, die Idee hatte ich wirklich schon. Also wenn du diese Idee unterstützen wollt, spende 1000 Euro. Roman. Ich habe Eiscreme. Und ihr kann mir gar nichts. Eiscreme. Ich hatte auch Eiscreme. Ich kann dir jetzt sagen, dass Eis höchst schlecht ist bei der Einheit. Okay, dann machen wir es so. Ich gehe zuerst einmal Fee besuchen, damit sie auch mal besucht wird. Und dann, ja, five woanders hin, kaufen wir eine Villa und alles gut. Kräftig Lotto spielen, Kinder. Fee kommt einfach was mit. Ich hab doch auch mal was. Ich will besuchen in meinem Urlaub. Wo genau? Ah nee, das dürfen wir jetzt nicht laut sagen. Ich wollte gerade sagen, wo genau wohnt sie denn eigentlich? Und zumindest so, Bundesland ist nötig. Zumindest das Bundesland. Ja stimmt. Welches Bundesland denn? Mission fucked. Ich glaube, ich hab's vergessen. Ich nehme meinen eigenen mit. Mega Fetti, du bist kacke. Geh doch einfach mal weg. Fee, hast du schon den Vertrag vergessen, den ich unterschrieben habe? Im Grunde alles, was in deinem Kühlschrank ist, war vorher in meinem. Hä, was? Was ist das denn für eine Logik? In ihrem Vertrag steht, sobald ich ihn unterschreibe, kriegt sie meine Seele, mein Erstgeborenes und den Inhalt meines Kühlschranks. Dafür bist du auf jeden Fall ein sehr hübsches Mädchen geworden. Okay. Okay, Sachsen. Sachsen? Warte mal, oh, ich und Geometrie, ne? Ist eher mittig. Eher mittig. Oh, Gappel's Tale für nichts und Dark Matter für ein Herz. Nehme ich so. Ah ja, und all mein Geld, genau. Ach, das Geld auch noch. Na Mensch, liebe Leute. Eine Socke! Eine Socke? Nein! Socken! Wie kann man Socke mit Socke missverstehen? This is quite an engineering feat. Amazing! We are heading straight for that terminal. So, jetzt werden die Level ein bisschen assig. Ein hoch, yay. Was? Schwein hoch? Nee, ein hoch. Leute, ihr werdet verstehen. Du wirst es verstehen. Oder auch nicht, das ist total egal. Nein, ist mir egal. Ich hab Besuch, ist mir egal. Stimmt gar nicht, ist mir egal. Hab euch angelogen, ist mir egal. Natürlich guck ich den Ratchet & Clank Film, wenn er hier rauskommt. Wer würde es nicht tun? Und ja, auch der Deadpool Film wird geguckt. Ja! Dengel, Deadpool, nee, war falsch. Egal. Bewegt sich auf dem selben Niveau. Daddy Pool. Nette Catch-Musik im Hintergrund. Ach ja, was ich fragen wollte, Fee. Hat mein kleiner Support eigentlich geholfen oder hat das gar nichts gebracht? Deswegen liebe ich das Spiel. Er hat sich auf einmal umgedreht und hat sich gesagt so, nö, du stirbst jetzt. Oh. Tschüss, Bowser, du Fetch. Er hatte einfach keinen. Das ist ja wohl...
Ach ja, sorry, ich meinte Geografie, sorry. Ich verwechsel immer Geometrie, Geologie und Geografie. Das ist ganz schrecklich. Hauptsache Geo. Geo. Geox. Ich krieg keine Luft, Alter. Nimm den Fuß da raus. Nimm den Fuß aus mir raus, bitte. Ich flehe dich an, nimm ihn raus. Virtuell bringt's mir nicht. Oh, come on! Bringt dir rein gar nichts. Mission fuck! Was? Sag mal, was ist denn hier? Könnt's bitte mal irgendwann ein Sonic Game geben, was nicht verbuggt ist? Nope. Running around. Willst du mich verarschen? Hör auf, geh da runter. Alter! Sag mal. Ey, dieses Spiel ist eigentlich super easy, bis auf die Grind-Parts. Das Grinden ist einfach nur verbuggt. Du sollst nicht diesen scheiß Tornado machen. Hör gefälligst auf damit. Du, the Tornado. Alter. Entschuldigung. Was war das? Das war ein leicht rausgepresster Ruf. Hm. Oh, Bounce Pad! Oh Mann! Was ist denn hier Ding? Oh nein, Mr. Cage! Oh, Bounce Pad! Nicolas Cage! Bounce Pad! Nicolas Cage! Hey, ich hab grad oh Moment, zwei was schwarze Herzen und ein Pentagramm. Es wurde gezwitschert, okay, Sekunde. Switcher, Switcher! Ach komm, her damit. Gönn dir. Okay. Pentagramm. Zwei schwarze Herzen und ein Pentagramm. Ja, wir tun mal so, als ob das nie passiert wäre, mein Freund. Hm? Das bald mal schön auf deiner Twitter-Seite. So, sowas retweete ich nicht. Ich lasse das einfach unkommentiert im Raum stehen. Okay. Ich schätze mal, er lag unten. Nee. Hol, bitte lass es, okay? Nicolas Rage. Rollbombe! Rollbombe! Nein. Oh fuck. Okay, das war mehr Glück als Verstand, aber okay. Glück. Glück kann man immer gebrauchen. Cloud Ironie lernst du noch. Das kommt noch, glaub mir. Komm mit der Zeit. Gleich nach Sarkasmus. Ja. Alles wunderschöne Sachen, die du in deinem Leben noch so oft brauchen wirst. Gesundheit. Oder war es ein Husten? Egal. Tom Sing, Mike Zephyr. Fire. This thing we lost in this fire. Fire, fire, fire. Fire? Fire?
Mehr Enthusiasmus. Ja. Oh ja. Und ja. Wer ist dieser Feier, von der du immer redest? Du sprichst kein fließend sarkastisch, mein Freund. Ach so, das war. Oh, sorry. Nehme ich zurück. Ich hab den Namen nicht ganz gelesen. Alter. Oh, was macht der nochmal? Explodieren? Ich kann mich gerade nicht entscheiden, nehme ich die Batterie oder nehme ich den goldenen Schlüssel? Ein Miniatur-Keyblade oder Batteriesäuregurgeln? Was macht der goldene Schlüssel nochmal? In der Etage, wo du rumrennst, unendlich Schlüssel. Nicht der Skelett-Key, sondern der aussieht wie der Boss-Key aus Zelda. Ich glaube, der lässt mir Schlüssel droppen oder sowas. Boss-Key? Also meinst du so ein Trinket? Nein, ein Item, was man in den Shop kaufen kann. Ach so, das Ding. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Lassen wir erstmal so stehen. Ja, genau, ich nehme bestimmt Bob's Rotten hätten mit jeder. Türen sind für Leute ohne Fantasie. Fantasie. Ja, das sind die. Ja, das sind sie. Hier hast du eine gelbe Säge, sei kreativ. Shakespeare ist a happy hunting ground of all mice and lost the balance. Boah, ich bin ein Genie, ich kaufe einfach beides. Fucking Genius. Ja, weißt du, als hätte das Spiel es so gewollt. Ich krieg einfach mal im einen Raum den Quarter. Als hätte das Spiel es so gewollt. Schlecht. Ich hätte gerne das, und ich hätte gerne das, und das, und einmal dies, das auch noch. Dann einmal jenes. Eine Mu, eine Mäh und ein Täterettet. Und eine Kuh und ein Bäh. Ups. Dein Spiel, Isaac. Schlecht. Schlecht. Was? Letzter Satz des Sportlehrers. Alle Speere zu mir. Hol den Speer, Junge. Ich nehme den Schlüssel einfach mal mit und feier das. Und feier das. Oh, Mutti! Mutti! Es eskaliert wohl scheinbar wieder. Nein, noch nicht. Der kollabiert. Es eskaliert noch nicht? Nee, noch nicht. Und gut, dass meine Angriffe nicht funktioniert haben. Fire! Feuer! Kartoffeln. Feuerkartoffeln? Flachierte Feuerkartoffeln. Okay, die Mutti war easy. Hey! Gravity! Sucks. Ich hing gerade, glaube ich, für ein paar Sekunden einfach nur in der Luft. Voll der schlechte Teil in OSX, kannst du an der Wand rennen. Wo kannst du an der Wand rennen? OSX.
und an der Decke. Danke, und einfach Sada, überall. Das Item will ich nehmen. Danger. Fuck off. Ist dir das eigentlich schon mal aufgefallen? Was? Damals dieser Scheiß-Bug bei Sonic 06, von wegen du kannst einfach so überall ganz gechillt entlanglatschen, an der Wand etc. Dann haben sie es bei Sonic Boom als neues Riesenfeature reingebracht. Nee, ab Lost World. Du kannst an den Wänden laufen. Auf einmal ist das gewollt. Das ist voll das Feature. Ihr habt uns zwar eine Generation dafür gehasst, aber euer neues Feature. Screw Gravity. Wanna Skateboards? Oh Gott, schön ist das süß. Ey, ohne Scheiß, ich hab erst heute das ASDF Movie 8 gesehen. Oh. Das ist voll, voll dämlich, weil ich mochte das. Die sind doch lustig. Dude, are you a cow? No, dude, no. Me neither. Wanna go skateboards? No. Skateboard. It's muffin time! Why don't you kill me? Wer hat all diese Leute umgebracht? Skateboard. Skateboards. I like trains. I like planes. I like trains. I like the mountains. I like the mountains. So, jetzt mal die Probe auf 6 Sample. I like David Hasselhoff. I like a simple war. You're right. Nobody like David Hasselhoff. David Hasselhoff. Well, you know. I like the car. What? Jetzt seid ehrlich, Kinder. Ihr habt alle Knight Rider nur wegen dem Auto geguckt. Jetzt die Hälfte, was ist Knight Rider? Oh nein! Welches Auto? Was ist ein Auto? Was ist ein Auto? Das Auto. Sein Name ist Kit. That cannon sure came in handy. Yeah, but a bit scary. Hallo Teratoma, tschüss Teratoma. Wham. Oh Mann. Jetzt kommen so langsam die Stages, auf die ich weniger Bock hab. Speed und Damage, yo. Gönn dir. Das flutscht. Nee, gut, glaub mir, du willst nicht wissen, wie das Bild aussieht. Wenn du es unbedingt weiter so wissen willst, es sieht schund aus. Welches Bild? Vergiss es, okay? Ich möchte das auch nicht zeigen. Weil das ist irgendwo einfach lächerlich. Ist doch jetzt egal. Ist egal, Mensch! Muss ich das immer wieder sagen? Ja. Meine Fresse. Sorry, aber das musste jetzt mal sein. Heilziger, Heilziger. Ach komm! Spende es für die Krebsforschung. Okay. Damit auch du morgen Krebs haben kannst. Wow. Kennen Sie das auch? Sie möchten unbedingt Krebs haben, aber sie bekommen einfach keinen. Alle ihre Freunde um sie herum sterben eines qualvollen Todes an Krebs und sind glücklich dabei. Dann gehen wir aus der S. Was ist SMT? 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 Ja, man fragt mich gerade, ob ich Interesse an einem Spiel aus der SMT-Reihe hätte. Was ist SMT? Beziehungsweise für was steht die Abkürzung? Das sagt mir jetzt mal gar nichts. Oh Gott. SMT. Sadomaso Tales. Ach so! Shin Megami Tensei. Ach, sag doch Persona!
Dann weiß ich auch Bescheid. Interesse? Ja, ich besitze sogar Persona 4. Hatte aber nie Zeit dafür, es mal zu spielen. Ach ja, das war dieses witzige Level, wo dann diese nahezu durchsichtigen Laser auf dem Boden waren. Die da, auf die man so super reagieren kann. Durchsichtige Laser sind toll. Durchsichtige Laser? We'll do it live. Fuck it. I'll take it from here. Hm? Ach ja, stimmt ja. Warte, wo war... Ach ja, stimmt ja. Leider geil. Da. Da ist er. Ja, sie ist tot. Was, du freust dich über den Tod eines Menschen? Nein, über den Tod von Isaacs Mom, weil die böse Mutti. Ist. Mutti! Freust dich über den Tod von Mutti? Nee, ist ja nicht meine Mutti und es ist auch nicht die Mutti von irgendjemandem, die ich lieb hab. Kakarot in die Fresse! Ich hab Isaac schon lieb, aber er hat seine Mutti, glaube ich... Du hast gerade gesagt, es ist nicht die Mutti von jemandem, den du lieb hast. Aber jetzt, er hat ja seine eigene Mutti nicht mal lieb. Alter, Cloud, sprichst du die Scheiße jetzt noch einmal an? Und knallt's. Ich habe jetzt gerade eben jetzt... Ich habe jetzt schon scheiß Gewissen, weil ich eben Kekse angeschnauzt habe. Das reicht mir schon. Eigentlich müsste ich jetzt mal die Musik hier anmachen, wegen Ebola. Ebola! Ebola ist so ein blöder Name. Ich würde es Tzatziki nennen. Shit! Works every time! Not. Shit. Nein! Oh, das war nicht. Nee, nee. Shit! Ready all cannons! Open fire! We have to get him. Ey, reiß dir den Flügel ab! Flügel? Was ist passiert? Ich steck fest. Wow. Nice. Ich steckte gerade in seinem Flügel fest und wurde genau unterm Abgrund einfach rausgelassen. Like, hey, free falling. Oh Mann. Der Boss ist auch kacke. Catch me, I'm falling. Der Eier-Albatros ist ein Arschloch. No, it's a dream. I like the mountains. I like the mountains. Ich bleib jetzt mal drauf, ne? Ich fahr mal mit. Wo fährt der hin? Okay. Shit. Okay. Wo bin ich? Ich sehe nichts. Spiel, ich sehe nichts. Okay. Fuck! Ready all cannons. Open fire. Okay, das ist so ein Thema, Widow. Widow. Widow.
Bleib drinne. Shit. Okay. Was haben wir mal alle gegen Widow? Ich finde Widow ist einer der einfachsten Bosse. Anfangs ist er nervig, einfach weil er ständig auf mich raufjumpt. Oh, warum? Warum homt er denn jetzt nicht? Ready all cannons! Open fire! We have to get it. Ja, warum ist diese Strecke immer so hoch? Warum ist diese Strecke so hoch? Das frage ich mich ja auch. Warum liegt hier Stroh? Ja. Pass auf, jetzt. Nee, okay, ich dachte, das Spiel killt mich. Wie? Wo war jetzt nochmal seine scheiß Hitbox? Offenbar nirgendwo. Doch hier. Jetzt hab ich sie. Jetzt hab ich deine Hitbox! Jetzt kannst du nicht mal! Du Sackgesicht! Du Eiervogel! Du dummer Eiervogel! Ich mach Rührei aus dir! Na! Ja. Da ist die. Dieser Vogel hat voll wenig Energie. Sehr schön. Wow! Hat sich Eggman eigentlich schon mal überlegt, sich einfach eine Knarre zu nehmen und alle zu erschießen? Find mal eine. Ja, ich hab Isaac geschafft. Ich dreh durch. Mortal Kombat im Hintergrund. Mortal Wombat. Ich war heute auch kurz darauf zu überlegen, ob ich mir heute mal wieder ein Bier gönne, aber ich habe gesagt so, nein. Alex, hier ist ein Bier in the basement. Warum auch immer Eggman eine Kopie von Shadow drauf auf seinem Schiff haben sollte. Einfach weil Skill. Das kann, ne? Deswegen, ja. Alles wird aufgewertet mit einem Emo-Igel. Ohne Scheiß, ich finde Widow ist der einfachste Boss im Spiel. Zusammen mit Pin. Was kann er? Ich wollte schon sagen. Was kann er? Was kann er? Gegner kacken, auf dich zuspringen und auf den Boden scheißen. Mehr ist es nicht. Eigentlich ist Pin noch der wertloseste von allen. Ja, Pin ist auch der wertloseste. Also was er macht ist wäh! Und das immer wenn wieder. Wenn ich gerade mit 5 Kopien rumhopste, dann kann es. Deswegen also der Schlimmste. Der Schlimmste, ich finde, ist immer noch The Haunt. Obwohl sie den mittlerweile. Ja, gerade zu Anfang. Wobei sie The Haunt mittlerweile, wie ich finde, was seine Energie angeht, ein bisschen genervt haben. Aber wenn du allein schon ewig für seine kleinen Geister brauchst, dann bist du sowieso gearscht. Dann kannst du den Fight auch gleich abbrechen. Weil dann bist du sonst morgen noch dabei mit dem Kerl. Weil sonst hält der Kerl nämlich ein bisschen was aus. Monstro billiger als Widow? Monstro hat aber so einen anderen Punkt. Das ist jetzt dieser Zufallseffekt. Seine Angriffe sind halt. Ja, das sind halt Streuschüsse. Es kann dich immer mal irgendein Dings treffen. Ich hatte es auch schon zigmal, dass ich dann eigentlich ausgewichen bin und dann genau da das eine große Patrone so weit abseits fliegt, dass sie mich trifft. Weißt du? Wirklich das absolute Mörder-Item am Start gegen ist, ist John. Also mit dem Mario-John kannst du ihn so outsmarten. Mit dem Mario-Jump kannst du fast jeden outsmarten. Aber ihm fällt es halt wirklich besonders auf. Shit! Du bist einfach mal Kalista in Isaac.
Kanister ist ein Scheiß dagegen bei manchen Items. Ein Kanister in Isaac. Kanister in Isaac. Hey, Froschi. Der neue Champ, Kanister. Boah, ich erinnere mich noch ganz genau an eine Sondermission bei Team Chaotix. Durch den Dschungel kommen, ohne von den Fröschen entdeckt zu werden. Das ist so widerlich. Das ist der Essen. Also eine Stealth-Mission. Es geht ja, weil man hat ja SBO dabei und der kann unsichtbar werden. Also eine Stealth-Mission. Also eine Stealth-Mission. Das Problem ist, diese Frösche sind überall, da wo du es auch nicht erwartest. Oh, Dr. Remote. I'm walking on sideways. Wieder sideways. Nee, also wie ich finde, der schlimmste erste Boss, den du haben kannst, ist immer noch The Hollow. Weil gegen ihn kannst du nicht viel machen, wenn du keine Items hast. Vor allem, wenn du andauernd die Rüttelbox kriegst. Ah, da. Okay. Sonic Heroes European Extreme. Magic Sonic. Metal Gear Bonnie. Ist nicht so wirklich. Metal Gear Foxy, jetzt auch mit Fox dahin. Ich muss unbedingt rendern. Wow, wie ist Omega gerade abgespackt? Rüttelbox for President. Das Ding heißt ja nicht mal Rüttelbox. Ich weiß nicht, wie heißt das Ding nochmal? Schüttelbox, oder? Heißt das Ding wirklich Schüttelbox? Ich weiß es gerade gar nicht, wie das Ding heißt. Ich weiß das gerade auch. Warte mal, ich schau mal ganz kurz nach. Ich nenne diesen schon zwar immer Rüttelbox, aber ja. Das müsst ihr leicht finden. Das ist ja ein Space bei euch. Wir streamen seit knapp 2 Stunden. What is in the box? Shit. I want a simple box. Du willst eine AK in Isaac? Dann versuch Soy Milk zu kriegen. Aber dann viel Spaß beim Schaden machen. Okay, an sich heißt das Item Magic Fingers. Ich bin tot. Nein. Aber, Magic Fingers? Magic Fingers. That sounds stupid. Magischer Weiß möchtest du deine Finger abreißen, wenn du das Ding benutzt. I'm hit Weiß! Wie in der Kreis. What is in the box? Nee, du stinkst nach Schweiß. Auf jeden Fall ist so eine Safety Cap. Ach, und Full Health. Yes. Yes. No. And we want war? Ever? We have a wash machine. Storage was. A storage was. Ja, Headless Baby. Ein roter Schnapper. Ach, ein roter Schnapper. Oh, ihr doofen Doofköpfe. Ihr doofen Doofmänner. Blödkopf. Blöd. Yo, Frosch, es geht. Whack. Say hello to the big baby. Quack. Say hello to the big baby. Wow. Alter. Ich wollte gerade sagen, wenn mich das Spiel jetzt schon wieder umbringt, ne? It kills me again. So. Are you fucking...
So niedlich, ey. Wie quietsch! Das ist nicht süß! Wisst ihr was, Leute? An dem Tag, wo ich eine Freundin finde, spiel ich Outlast. Sie? Skarnite, Perücke. Perücke. Kleid. Kleid. Du, ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Er hatte nur ein Parameter vorgegeben. Mein Parameter war eine Freundin. Das beinhaltet Weiblichkeit. Wohl. Das hast du nicht gesagt. Nee, das ist ja überhaupt nicht bei einem Typen. Bei einem Typen, der auf Frauen steht, ist das überhaupt nicht gegeben. Nein! Ist das ein Versprechen? Gerne, nimm's als Versprechen. Alle bei Partnerbörse. Oh Mann. Zeig dich, Finn! Okay. Das klingt schneller. Ich pin dich an die Wand! Das ist echt doof. Du Sack! Ah, jetzt auch mal ein entspanntes Lächeln, Isaac. Isaac Mirken. Der Rock? Ich mach's für euch, ich mach's gern dann auch als LP, wenn ihr es unbedingt wollt. Mit Facecam. Dann wird's ein richtiger Albtraum. Ach ja. Ach ja. Schön. Hm. Ja, schön. Das war gerade so derbe Entspannung. Okay, ich schneide mir das aus. Tu das. Warum soll ich das Spiel streamen und... Hä? Das macht gar keinen Sinn. Wieso? Du kannst es doch streamen und dann auf YouTube hochladen. Nee, das sieht ja mal grottig aus. Ich bin allgemein, ich hasse meine Streamqualität, ja. Und diese Kamera hier in dem Spiel. Wo geht's nach Hause? Geradeaus. Oh Mann. Und nicht diese Knochentypen. Die Knochentypen sind doof. Schön, du hast sie immer wieder zu Skeletor gesagt. Er ging nicht weg. Oh, ich hasse die Dinger so sehr, weil ich kann denen irgendwie nicht ausweichen. Ich bin da irgendwie zu dumm für. Ja, zwangsläufig frisst man ja immer einen Treffer. Hm.